Ja, servus Leute, ich bin's ja wieder, euer JB und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es seit langer Zeit mal wieder ein Dual Commentary und der nette Gast, den ich heute eingeladen habe, der war schon mal bei mir und darf sich jetzt erstmal vorstellen. Ja, moin moin. Erstmal danke für die Einladung. Ja, ich war schon mal hier. Der Totti ist da. Und ja, es ist eine Ehre für mich, wieder mal hier gewesen zu sein oder hier zu sein jetzt. Ja, freut mich, dass du mal wieder hier bist. Und im Hintergrund seht ihr auch zwei Gameplays vom Totti. Zweimal suchen und zerstören mit der AN94. Mit meiner Ja. Lieblingswaffe aus Black Ops 2 hat er extra drauf geachtet. Ja, die habe ich extra erspielt, als wir ausgemacht haben, dass wir nochmal ein Duel auch auf deinem Kanal machen. Habe ich mir gedacht, ah, da musst du doch irgendwann bringen, was ihm vielleicht gefällt. Da wusste ich ja, die AN, das ist hier deine Waffe. Da habe ich damit mal ein bisschen gespielt. Genau, und zwei Gameplays passen auch perfekt zum Thema, denn es geht heute um 100 plus auf YouTube, ob das jetzt Standard ist und ob überhaupt noch Gameplays etwas bewirken auf YouTube, die jetzt nicht mehr so reines Gebäsche sind. Und ja, würde ich immer mal fragen, wie ist denn deine Meinung dazu? Also, ich bin nicht so der 100-Plus-Fan, wenn ich ganz ehrlich bin. Es liegt irgendwie daran, dass man da schon so viel von gesehen hat, ja. Also, diese 100-Plus auf Raid, Herrschaft, Bodenkrieg, ich denke, da kennt jeder, oder? Und immer mit dem gleichen Setting. Das ist, am Anfang war es richtig gut, hat man sich gerne angeguckt, aber jetzt ist da aus meiner Sicht irgendwie die Luft so raus. Und da ich sowieso sehr gerne Suchen und Zerstören spiele, und da eh kein 100-Plus möglich ist, bin ich auch großer Fan von Gameplays, die kein 100 plus sind oder vielleicht auch mit einer besonderen Waffe gespielt worden sind oder wo eine Idee hintersteckt. Ja, und deswegen halt auch mal suchen und zerstören. Deswegen habe ich das nämlich auch gespielt. Genau, und ich denke mal, jedes Mal, wenn ein neuer Call of Duty-Teil rauskommt, dann ist natürlich der Ehrgeiz groß, da das erste 100 plus oder sogar schon das erste 200 plus irgendwie auf YouTube hochzuladen und alle versuchen natürlich das Beste zu geben. Am Anfang, wie gesagt, war es ja echt schon interessant, aber dann wurde es echt langweilig, weil es war immer Raid, immer dieselben Killstreaks und meistens auch dieselben Waffen. Und EDW, genau, Schalldämpfer, genau. Magazinerweiterung vielleicht noch. Nee, das ist auch klar. Aber nee. Ich muss sagen, die ersten hier war Tesco und so. Habe ich super gerne geguckt, aber jetzt. Ja, ist halt auf Dauer irgendwie langweilig und ich denke mal, wenn man etwas Abwechslung in die Gameplays bringt und es nicht immer 100 plus ist, dann ist das zum Beispiel ansehnlicher. Beispiel wäre zum Beispiel, anstatt 100 plus mal irgendwie Objective spielen, zum Beispiel Suchen, Zerstören oder in Herrschaft einfach auf Flaggen und egal wie oft man stirbt, ich denke mal, sowas schaut man sich ja gerne an. Kommt bei dir bestimmt auch ganz gut an, weil du Das ja ist auch meine einer Meinung. bist. Ja, das zeige ich ja fast ausschließlich. Zumindest wenn ich selber spiele, ja. Also da wird man kein, weiß ich nicht, außen rumrennen mit dem Arsch an der Wand und wir verlieren Herrschaft und ich habe dafür eine super geile KD. Wird es bei mir auf dem Kanal nicht geben, weil ich da auch einfach nicht so der Fan von bin. Und zu dem 100 Plus, ja, ich frage mich auch immer, also wir haben ja auch schon auf sowas gespielt, ja, also bei totaler Eskalation zum Beispiel. Und das große Problem ist, wenn man auf 100 plus oder 200 plus oder 300 plus, weil das alles ja jetzt schon gibt, wenn man darauf spielt, die Leute, die gehen einfach raus. Es ist fast unmöglich zu erspielen. Und ich frage mich auch immer, wie solche Leute dann so etwas schaffen. Also es ist ja fast unmöglich. Da kannst du ja genauso gut im Lotto gewinnen. Also ist jetzt irgendwie meine Erfahrung daraus. Ja, so könnte man es ja sehen. Im Vergleich zu früher muss man ja sagen, früher sind die Leute in zum Beispiel ME2, wenn ich da auf 100 plus gespielt habe, war das kein Problem oder auf Nuke. Da sind sie alle drinnen geblieben. Aber musst du das sagen, in den letzten Jahren haben sich die ganzen Spieler, denke ich mal, weiterentwickelt. Man versucht sich zu verbessern, schaut bestimmt Videos auf YouTube, zwar nicht alle, aber ich denke mal die meisten. Und da sieht man natürlich auch, wenn es nicht läuft, dann gehen sie halt raus. Und so ist es halt auch bei den aktuellen Spielen. Also es wird immer schwieriger, 100 plus zu erspielen, aber. Ja, man schafft es trotzdem ab und zu. Es kommt ja immer auf die Gegner drauf an. Also, ich meine, du kennst das ja vielleicht auch, ja, wenn du in der Lobby bist und dann erkennt dich da plötzlich jemand, da kannst du eigentlich schon vergessen zu spielen. Weil entweder laufen die außen rum, außer der Map und gucken immer, dass sie dich irgendwo wegbekommen, oder die spielen grundsätzlich dann, die geiern alles und das kannst du ja vergessen, dann 100 plus da, nee, also das ist halt so. Und deswegen frage ich mich halt, wer so, wenn solche Clans oder irgendwie sowas sind, wie das schaffen. Täglich, wöchentlich, keine Ahnung, da so ein 100 plus auf dem Kanal hochzuladen. Also das. Manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte da keinem zu nahe treten, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es da nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht.
Ja, ich denke, bei den meisten ist es so, dass sie dann irgendwie eine Sechser-Lobby zusammensuchen und dann wird irgendwie eine rausgesucht, den sie supporten. Das heißt, fünf Leute spielen mit Drohne, Konter, Drohne, Blackbird, versuchen dann die Spawns zu halten und der andere, der sechste Mann, geht dann in den Spawn rein und pickt sich die einzelnen Leute, um so seine Killstreaks aufzubauen. Er geht dann zurück in den Spawn, haut seine Killstreaks raus, versucht dann so irgendwie 100 zu 0 oder 200 0 zu überspielen. Bei mir ist es Aber meistens wer so. bleibt denn im Gegnerteam? Jetzt stell dir mal vor, du spielst, ja, und dann bist du da im Gegnerteam und das Team, was gegen dich spielt, ist richtig stark, ja. Also die spawn-trappen dich noch und nöcher. So, bleibst du dann drin, bist du ein 1 zu 100 hast oder gehst du irgendwann raus? Ja, ich denke mal, ich werde dann schon nach einer Zeit rausgehen. Ja, Also wenn es richtig, das überhaupt mache nicht ich auch, geht. weil das macht mir dann auch überhaupt gar keinen Spaß, ja. So, und wenn man sich dann aber diese Gameplays anguckt und da sind da wirklich zwei, drei Leute, die eine KD von keine Ahnung was haben, also sagen wir mal, die haben 2 zu 103 und der nächste hat eine 1 zu 98, das ist doch für mich unverständlich. Warum machen die sowas? Aber auch nicht Ja. schön anzusehen. Das ist doch irgendwie, ist doch nichts Besonderes. Also selbst wenn die dann so schlecht sein sollten, die Gegner. Also ich gucke mir zum Beispiel, gucke ich mir lieber ein Champions League Finale an, wo Dortmund dann leider gegen euch verloren hat. Aber das war spannend, das war ein gutes Spiel, als wenn in der Saisonvorbereitung Dortmund 20-0 gegen Barfuß Jerusalem gewonnen hat. Das interessiert mich doch gar nicht so. Ja, das stimmt, da ist dann irgendwie keine Spannung mehr da. Mir geht es in der Zeit eigentlich auch so. Also ich schaue mir lieber irgendwie Gameplays an, die jetzt vielleicht vom Score her nicht die besten sind, aber wo es halt bis zum letzten Moment richtig spannend ist. Also zum Beispiel, wenn man da auch 4 gegen 4 spielt im Liga-Modus und dann irgendwie in der letzten Minute entscheidet sich dann das Spiel, sowas ist halt irgendwie spannend und sowas kann man sich auch, denke ich mal, zurzeit ganz gut anschauen. Weil wie gesagt, diese ganzen 100-Plus-Gameplays sind halt eigentlich schon Standard und eigentlich nichts mehr Besonderes, außer wenn halt ein neuer Call of Duty-Teil rauskommt. Also so sehe ich das zumindest. Wollte übrigens nichts gegen Barfußläufer und gegen Jerusalem gesagt haben. Das ist mir jetzt gerade nicht mehr nur so blöd eingefallen. Nee, das sehe ich aber auch ganz genauso. Also für mich macht es im Moment fast am meisten Spaß hier dieses, was ich da spiele, immer totale Eskalation. Ja, ist so ein teambasiertes, ganz normales Spiel, was alle spielen, ja, aber wir haben das dann so ein bisschen, ändern das so ein bisschen um und setzen uns ein Ziel. Keine Ahnung. Zum Beispiel 10.000 Punkte in Abschuss bestätigt, ohne dass ein einziger Kill gemacht worden ist. Oder irgendwie sowas halt, ja. Und das zu erreichen, finde ich persönlich zu erspielen, bin ich viel nervöser. Es macht viel mehr Spaß als so dieses Normale. Ich kann mal sagen, als ich Dings gespielt hatte, ich hatte mal eine Runde gespielt, Hunter Killer Only, ja. Habe ich versucht, in einer Runde 20 Hunter Killer Kills zu machen. Es sind nachher noch ein paar mehr geworden. Aber da war ich aufgeregter, als ich zum Beispiel die Nuklear erspielt hatte. Das war irgendwie für mich jetzt nicht so aufregend. Weiß auch nicht warum. Vielleicht liegt das doch einfach daran, dass ich jetzt ja auch nicht mehr der 14-jährige Call of Duty-Spieler bin, der dann vielleicht immer noch sowas gerne schaut. Aber für mich haben andere Sachen da mehr Reize. Ja, und jetzt können wir ja mal die Abonnenten fragen, wie ihr das Ganze so seht. Was denkt ihr denn davon? Sollte man 100 plus irgendwie als Standard setzen oder schaut euch lieber Objective Gameplays an, wo es dann irgendwie bis zur letzten Minute spannend ist? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, weil Warte das. mal, ich wollte nochmal, hier, Waffenspiel, ja, ist doch auch zum Beispiel eine witzige Sache. Und wenn man sowas dann auch zeigt, am besten vielleicht noch so live erspielt, also muss dann irgendein Partyspiel, ein im Lauf, irgendwie sowas, da sind ja, ist dann 100 plus auch relativ unmöglich. Und Ja. trotzdem gucke ich mir sowas zum Beispiel auch sehr gerne an. Auch von anderen. Auch, ist auch lustig, wenn da einer kein 30 zu 0 schafft oder irgendwas, sondern weil es einfach dann. Ja, je nachdem, wie der Ganze das spielt, einfach vielleicht lustig ist. Darum Genau. kommt es eigentlich an, dass man unterhalten wird. Genau, und das denke ich mal, darauf sollte man eigentlich auch dann das Augenmerk legen, weil irgendwie immer 100 plus, immer dieselben Maps, immer dieselben Waffen wird auf Dauer langweilig. Und ich zum Beispiel versuche auch irgendwie regelmäßig Gameplays zu erspielen mit verschiedenen Waffen. Ich habe jetzt mich versucht, irgendwie mal mit einer Pistole oder so irgendwie nur suchen und zerstören zu spielen. Und ich denke mal, es ist ganz witzig, weil es eine Herausforderung ist, die man nicht irgendwie jeden Tag meistern muss oder sollte. Und irgendwie so verschiedene Challenges sind ab und zu mal ganz witzig. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Frei für alle mit Tomahawk Only. Wenn das einer schafft, gerne mal bei mir melden. Das würde ich gerne sehen. Mich hat schon einer jetzt eins angeboten, aber das habe ich noch nicht gesehen, mit ballistischem Messer Only. Also Frei für alle. Und er hat auch gewonnen. Ich bin mal gespannt, wenn er mir das zuschickt, wie das Ganze erspielt worden ist. Das finde ich nämlich auch extra witzig. Das ist bestimmt nicht ohne und hat bestimmt eine Zeit lang gedauert. Ja, glaube ich auch. Na gut, das Gameplay ist auch schon wieder zu Ende. Also die beiden Gameplays sind, glaube ich, einmal 6-0, einmal 8-0 ausgegangen. Ich denke mal, das Thema war ganz gut für die 10 Minuten und hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaut auf jeden Fall beim Toddy vorbei.
Und sag Servus bis zum nächsten Mal und überlasse dir somit das letzte Wort. Ja, nochmal herzlichen Dank. Weiß ja, dass ich deinen Kanal mag. Deswegen ist das immer eine große Ehre, wenn ich hier auch mal etwas mitreden darf. Und dann sage ich es wie immer bei mir auf dem Kanal. Moin, moin und ich hoffe, man sieht sich wieder.